Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Die Leute, die meinen Haul vielleicht noch nicht gesehen haben, die wissen noch nicht, dass wir heute investigativ unterwegs sind, Leute. Die kurze Zusammenfassung ist, dass wir hier zwei Räucherlachsprodukte haben. Also Räucherlachs-Vegan-Ersatzprodukte. In dem Haul davor habe ich eventuell festgestellt, dass es dieselbe Produktionsstätte ist und dass diese beiden Versionen einfach absolut gleich aussehen. Der einzige Unterschied, den ich jetzt so optisch feststellen konnte, ist, dass das Produkt von Rewe hier 2x im Namen hat und das Produkt von Aldi 1. Nichtsdestotrotz gibt es eine Produktionsstätte für beide Produkte mit exakt derselben Adresse. Und deswegen dachte ich mir, ich werde definitiv nicht ohne euch auf den Kassenbon schauen. Wir werden das jetzt gleich zusammen überprüfen und mal schauen, ob es auch preislich gleich ist. Es wäre ja mal absolut asozial, wenn ein Produkt der beiden einfach teurer ist, obwohl es quasi fast dasselbe ist. Schaut gerne mein Haul-Video dazu. Ich werde das nochmal kurz zusammenfassen. Die Zutaten sind tatsächlich die gleichen, in der gleichen Reihenfolge, Leute. Ob es irgendwo in den Zutaten, die bis 1% drin sind, Unterschiede gibt in der Quantität, das weiß ich nicht. In der Nährwerttabelle, liebe Leute, auf 100 Gramm bezogen bei dem Produkt gibt es minimale Unterschiede. Die Unterschiede sind 4 Kalorien mehr bei dem Aldi-Produkt, dafür 0,1 Gramm Salz weniger und das Aldi-Produkt hat auf 100 Gramm Kohlenhydrate 1 Gramm mehr. Also wirklich minimal super irrelevante Unterschiede, Leute. Hand aufs Herz. Umso mehr interessiert mich jetzt, ob es hier einen preislichen Unterschied gibt und definitiv, ob es irgendwo einen minimalen Geschmacksunterschied gibt. Deswegen verkosten wir das Produkt gleich, aber checken wir erstmal den Preis. Bei Rewe habe ich für den Lachs 2,49 Euro bezahlt. Für den veganen Räucherlachs bei Aldi muss ich kurz schauen. Nein. Was? Moment, nicht, dass ich euch jetzt hier... Aber ich kontrolliere das kurz. Veganer Räucherlachs mit einem X. Veganer Räucherlachs mit einem X. Kassenbon von Rewe. Moment. Oha, ist das asozial. What? Ah. Okay. Moment. Es gibt noch einen Verpackungsunterschied, Leute. Das sind 100 Gramm. Das hier sind 80 Gramm. Der kostet nämlich bei Aldi 1,99. Vielleicht kommt das ungefähr hin. Ich schaue nochmal kurz nach. Moment. Okay, Leute, Entwarnung, es ist nicht asozial. Ich habe das nochmal umgerechnet, es ist tatsächlich derselbe Faktor. Also 1,99 und 2,49 für jeweils einmal 100 Gramm und einmal 80 Gramm. Es kommt auf selbe raus. Das beruhigt mich jetzt gerade sehr, weil ich hatte gerade wirklich einen Schock. Ich würde das, also das wäre für mich absolut asozial gewesen, wenn jetzt ein Produkt tatsächlich deutlich teurer gewesen wäre, obwohl es aus derselben Produktionsstätte kam, Leute. Jetzt fühle ich mich wieder beruhigt, Leute. Okay, Leute, fassen wir jetzt nochmal zusammen. Preislich tut sich hier nichts. Wie sieht es geschmacklich aus? Merkt man tatsächlich bei dem oder bei dem Produkt irgendeinen Unterschied oder tut sich da nicht so viel? Verpackungstechnisch muss ich schon mal sagen, das gefällt mir hier nicht, Rewe. Was aber krass ist, ist tatsächlich der Geruch, der einem schon beim Öffnen entgegenkommt. Oh, ich muss es kurz mal versuchen aufzumachen, Leute. Ich will nicht sagen, liebe Leute, ich habe so das Gefühl, diese Verpackung ist der anderen sehr ähnlich. Ja. Ja, du. Ich sehe Parallelen. Ich sehe hier Parallelen, Leute. Machen wir einen Schnuppertest. Das ist jetzt das Rewe-Produkt. Es riecht tatsächlich sehr fischig. Es geht auf jeden Fall in die Richtung Lachs. Ich finde, es hat auch irgendwas Pflanzliches minimal, aber es geht auf jeden Fall krass in die Richtung Lachs und Fisch. Eventuell wird das Produkt hier von Aldi gleich riechen. Wir werden es gleich herausfinden. Ja, jetzt will ich nochmal kurz vergleichen hier. Okay, ich finde, es kann jetzt tatsächlich auch Einbildung sein, Leute. Aber ich finde, minimal, gefühlt nach 5-mal riechen, dass das Rewe-Produkt minimal intensiver riecht. Aber... Also geruchlich, so von der Richtung her und so. Es riecht komplett gleich. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das von Rewe minimal mehr riecht. Die Optik, liebe Leute. Das hier ist das Rewe-Produkt und das hier ist das Aldi-Produkt. Das werden wir jetzt gleich verkosten. Die Scheibe rechts von Rewe, die ist ein bisschen größer als die von Aldi, aber ansonsten tut sich da nicht so viel. Ich fange mit der von Aldi an. Ich finde, es fühlt sich sehr spannend an. Es fühlt sich so ein bisschen glitschig an. Es geht auf jeden Fall so in die Richtung Fisch, definitiv. Also, boah doch, es ist auf jeden Fall eine krasse Fischkonsistenz. Es ist kontrollierter, weicher. Also bei einem Lachs merkt man natürlich, okay, das ist jetzt vielleicht so eine Schicht, die man da halt wirklich hat. Und bei der merkt man halt, es ist eine kontrolliert produzierte Scheibe, einfach weil sie sehr gleichmäßig ist. Aber ansonsten kommt Fisch sehr nah. Krass gut. Krass gut, Leute. Konsistenz ist wie Fisch, der Nachgeschmack ist wie Fisch, das Mundgefühl generell ist einfach wie Fisch.
Sogar das Fingergefühl ist wie Fisch, Leute. Oha, das schockiert mich gerade. Das ist richtig gut. Absolut den Hype wert, Leute. Also wenn ihr irgendwie vegan, vegetarisch seid und ihr wollt keinen Lachs mehr kaufen oder beziehungsweise ihr kauft schon super, super lange keinen Lachs und euch fehlt der Geschmack oder so, kauft das? Hammer! Okay, ich muss kurz gucken, wie das da mit Rewe aussieht. Es ist auch glitschig. Ich bin mir nicht sicher, ob es Einbildung ist, aber ich habe das Gefühl, trotz der nahezu identischen Inhaltsstoffe, also die Nährwerttabelle hat sich ja so minimal unterschieden, hat das hier wirklich minimal 0,001% mehr Aroma. Das ist jetzt so mein Gefühl, hatte ich gerade auch schon beim Geruchstest. Aber ich würde sagen, es ist definitiv zu 99,9999% dasselbe, muss ich sagen. Also wirklich, es ist bei Rewe, bei dem Rewe-Produkt minimal intensiver. Dafür habe ich aber auch irgendwie das Gefühl, ich weiß halt jetzt gerade wirklich nicht, ob das jetzt ein Placebo-Effekt ist oder nicht, aber ich habe das Gefühl, im Abgang ist der Fischgeschmack bei Rewe schneller weg als bei Aldi, aber dafür ist es beim Kauen intensiver. Das ist meine persönliche subjektive Meinung, Leute. Und es gibt scheinbar ja auch irgendwo in der Nährwerttabelle einen Unterschied. Nichtsdestotrotz merkt man halt auf jeden Fall, es ist derselbe Produktionsort. Geschmacklich tut sich da nicht viel. Beide Produkte sind der Wahnsinn. Wenn ihr mich fragen würdet, boah Laila, ich bin vegan und ich habe so Bock auf Lachs. Ich liebe Lachs. Ich finde es so schade, dass es da keine gute vegane Alternative gibt. Ich würde euch sagen, kauft euch auf jeden Fall diesen Lachs. Oha, der hat mich gerade richtig überzeugt. An alle da draußen, die gesagt haben, boah, leider probier den Lachs, der ist richtig, richtig authentisch. Ich stimme euch sowas von zu. Das ist, also, ich muss wirklich sagen, einer der am besten umgesetzten veganen Produkte. Ich bin richtig schockiert. Resümee, liebe Leute. Rewe und auch Aldi scheinen denselben Produzenten zu haben. Es gibt also definitiv eine krass große geschmackliche Überschneidung. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich würde es ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gerne wissen, ob es auch genau dasselbe Produkt ist, nur dass das eine Stück vielleicht ein bisschen länger ist. Ich würde sehr gerne auch für mich selber wissen, ob die geschmacklichen Unterschiede, die ich geschmeckt habe, Placebo waren oder ob es quasi diese Mini-Schwankungen in der Nährwerttabelle waren. Das würde mich richtig interessieren. Ich würde das sehr, sehr, sehr gerne wissen. Beide Produkte haben dieselbe Preis-Leistung. Das heißt, es ist ja quasi genauso teuer wie richtiger Lachs. Deswegen finde ich persönlich, ist es ein richtig, richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vor allem die Leistung, Leute. Veganer, super, super authentischer Lachs. Also definitiv 5 von 5 Sternen, beide Produkte. Ich bin hart überzeugt. Ob ich euch jetzt irgendeinen mehr oder weniger empfehlen würde, ich glaube, ich würde tatsächlich, je nachdem, ob ihr gerade eine Rewe oder ein Aldi in der Nähe habt, glaube ich, einfach zu dem Laden gehen. Der Laden, der gerade einfach näher ist, weil die Produkte sich geschmacklich wirklich, also kaum unterscheiden. Hätte mir jetzt irgendjemand gesagt, das ist definitiv safe, dasselbe Produkt, dann hätte ich da, glaube ich, auch nichts rausgeschmeckt. Und es war halt auch wirklich minimal der Unterschied. Deswegen, ich muss unbedingt, oh, ich würde es so gerne wissen, ob das jetzt irgendwie Einbildung war, dass es ein Unterschied ist oder nicht. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich doch sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen und ich glaube, das nächste Mal würde es wohl Thunfisch geben in vegan zum Probieren. Mal schauen. Vorher muss ich aber wissen, habt ihr schon mal veganen Lachsersatz probiert? Das würde mich sehr interessieren, ob ihr das mögt, ob euch das schmeckt, ob ihr findet, es ist authentisch. Mich hat es halt gerade wirklich total von den Socken gehauen. Es hat mich richtig überzeugt. Falls ihr schon mal vegane Lachsprodukte probiert habt, schreibt es mir sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.